In einer Woche ist es soweit. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wie Sie sehen, zählen auch wir die Tage, bis sich nächsten Mittwoch allerorts angesichts der sinkenden Neuinfektionen die Türen öffnen. Und daher widmen wir uns heute in einem Schwerpunkt dem Türöffner, sprich dem grünen Pass, der zu Beginn noch aus vielen unterschiedlichen Zetteln bestehen wird. Alles, was Sie dazu wissen müssen, ob geimpft, genesen oder getestet, besprechen wir gleich ausführlich mit einem Mann der Praxis. Bundesrettungskommandant Geri Freudig vom Roten Kreuz und Mitglied der Corona-Taskforce. Zuvor aber ein Überblick von Stefan Dauber und Nicole Kampel über noch viele offene Fragen. Ist noch jemand für die Covid-Impfung da? Dann bitte kommen. Sie auch bitte. Plötzlich geht es schneller. Mehr als 30% der Bevölkerung wurden mittlerweile zumindest einmal gegen Corona geimpft. Unter anderem auch hier im Impfzentrum Towntown in Wien gestern. Geimpfte sollen es ab nächster Woche leichter haben. Sie ersparen sich ebenso wie Genesene einen Test. Freuen Sie sich darauf, dass Sie jetzt wieder ins Gasthaus gehen können und so mit der Impfung? Naja, wissen Sie, es ist wichtig vor allem, dass man ins Gasthaus gehen kann, wann am Tag auch ist. Nicht, dass ich mich vorher noch anmelden muss, testen muss und dann hingehen, das ist eine Fahrt. Getestete, Genesene und Geimpfte werden gleichgestellt. Der Impfpass wird zum Eintrittsticket und damit Teil des grünen Passes. Was halten Sie von dieser Idee vom grünen Pass, die es gibt? Gut. Warum? Ja, wir reisen gerne und aus diesem Grunde, glaube ich, ist das schon ein Vorteil, wenn man das weiterpflegen möchte. Das ist in Ordnung. Das ist eine Möglichkeit, das einfach nachzuweisen. Außerdem gehört es natürlich digital gemacht. Kein Papierform und europaweit. Wenn Sie das machen wollen, vielleicht auch, dass du mit denen fliegen kannst. Und das andere Land hat er nicht. Schon 3 Wochen nach dem ersten Stich braucht es keinen Test mehr, um ins Gasthaus oder Hotel zu gehen. Und das, obwohl eine Impfung nicht zu 100% vor einer Infektion schützt. Fallweise stecken sich auch Geimpfte an. Für die Virologin Monika Redelberger-Fritz ist der Schutz trotzdem ausreichend. 3 Wochen nach dem ersten Stich sinke das Ansteckungs- und auch das Übertragungsrisiko. Wir wissen, dass man sich reinfizieren kann. Das gilt letztendlich auch für die Personen, die es durchgemacht haben, dass man da quasi ein geringes Reinfektionsrisiko hat. Das bedeutet, man hat dann quasi auch die Möglichkeit, jemand anderen anzustecken. Aber, und auch das weiß man mittlerweile sehr genau, wir wissen, dass diese Personen a. viel weniger Virus ausscheiden und viel kürzer ausscheiden. Sprich, diese Personen sind dann nicht mehr der Treiber der Pandemie und dementsprechend ist es vertretbar, dass man die dann da herausnimmt. Ein Restrisiko bleibt. Ebenso wie bei den Tests. Sie sind Momentaufnahmen. Trotzdem sind die aufwendigen PCR-Tests 72 Stunden lang gültig. Antigentests, die im hinteren Nasenraum entnommen werden, 48 Stunden. Für die Ärztekammer gelten die Tests zu lange. Beim Antigen-Schnelltest würde ich die 48-stündige Gültigkeit eigentlich auf 24 Stunden reduzieren wollen. Das ist auch eine Momentaufnahme. Das ist ein Test, wo ich innerhalb von wenigen Minuten ein Ergebnis habe. Und ich glaube nicht, dass nach 2 Tagen hier noch eine Sicherheit gegeben ist. Unstimmigkeiten gibt es auch darüber, wann und wie jemand als genesen gelten sollte. Derzeit heißt es, 6 Monate nach einer durchgemachten Krankheit. Die Definition, ob man genesen ist oder nicht, die sollte ein Arzt treffen. Weil es unterschiedliche Krankheitsverläufe gibt und nach der Krankheit auch unterschiedliche Resistenzen. Es gibt Menschen, die nach leichter Krankheit kaum Antikörper haben, dadurch nicht resistent sind und theoretisch sich wieder anstecken könnten. Dass Antikörpertests als Nachweis gelten, sieht die Virologin kritisch. Aus einem einfachen Grund, es gibt im Moment kein Schutzkorrelat. Das bedeutet, wir wissen nicht, wie hoch das Niveau der Antikörper sein muss, um wirklich davon auszugehen, dass ich einen hundertprozentigen sicheren Schutz vor einer Infektion habe. Einmal bitte kurz Platz nehmen, ich rufe Sie sofort auf. Und Sie auch, bitte. Zurück im Impfzentrum. Wie ist es entgangen mit dem Impfpass? Viele Leute haben den irgendwie verwurschtelt oder verschlammt. Oder so. Haben Sie den gleich gefunden? Ja, habe ich. Über Dokumentenreinheit. Das können nicht alle behaupten. Was passiert, wenn man den Impfpass vergisst? Dann bekommen Sie entweder so einen internationalen Impfpass von uns dazu oder Sie bekommen eben, wenn es keinen Impfpass gibt aus irgendwelchen Gründen, dann bekommen Sie ein Impfkärtchen, das, was eben die Pharmafirma dem Impfstoff beigelegt hat. Ganze Stapel von Impfpässen liegen bereit. Anderswo soll es aber schon Engpässe gegeben haben.
Dabei wird jede Covid-Impfung automatisch auch in den elektronischen Impfpass eingetragen. Der Eintrag ist über die elektronische Gesundheitsakte ELGA abrufbar und kann dort auch als Impfnachweis ausgedruckt werden. Wer sich von ELGA abgemeldet hat oder keine Handysignatur oder Bürgercard besitzt, kann in eine Arztpraxis oder Apotheke gehen und die Bestätigung über die E-Card ausdrucken lassen. Konkret wird das so aussehen, dass jeder einen Zettel in der Hand haben kann, wo entweder draufsteht, dass er geimpft ist oder draufsteht, dass er genesen ist oder draufsteht, dass er frisch getestet ist. Der grüne Pass besteht also erstmal aus Zetteln, obwohl Österreich diesmal digitaler Vorreiter sein wollte. Schon im Februar fordert Kurz auf EU-Ebene, dass es einen grünen Pass gibt, ähnlich wie in Israel. Im März heißt es, der Gesundheitsminister wird morgen im Gesundheitsausschuss die notwendige gesetzliche Grundlage auch vorschlagen, um einen grünen Pass schon im April in Österreich in Umsetzung zu bringen. Diese Lösung ist einfach, ist rasch, ist fälschungssicher im Übrigen. Doch eine angedachte Lösung über die E-Card in Verbindung mit der Sozialversicherungsnummer wird vergangene Woche abrupt und wegen schwerer Sicherheitsbedenken gestoppt. Persönliche Daten wären laut Datenschützern zu wenig geschützt gewesen. Ich glaube nicht, dass der grüne Pass in absehbarer Zeit in Österreich verfügbar sein wird. Zumindest nichts, was diesen Namen verdient hat. Dieser künstliche Druck, hier unbedingt das erste Land in Europa zu sein, das einen grünen Pass hat, hat einfach wirklich alle in Stress versetzt, hat eine wirklich schlampige Lösung produziert, die man jetzt wegwerfen kann. Ab nächster Woche gilt einmal etwa so ein Ausdruck als grüner Pass. Eine Bestätigung über einen negativen Corona-Test. Laut Datenschützern auch nicht sicher. Staatssekretär Magnus Brunner freut sich dennoch über den Start nächster Woche. Ich habe meinen Test mit, da ist so ein QR-Code oben, der verweist eigentlich nur auf eine Internetseite und ist überhaupt nicht fälschungssicher in Wirklichkeit. Haben Sie kein mulmiges Gefühl, wenn das ab nächster Woche als Eintrittstest gilt? Ich habe kein mulmiges Gefühl, weil wir die Einwände der Datenschützer sehr, sehr ernst nehmen und bin überzeugt, dass es hier eine sichere Lösung geben wird. Man wollte eigentlich schon vor Wochen damit starten, jetzt weiß man noch nicht, wie es genau aussieht. Technisch ist es nicht ein bisschen eine Diskrepanz? Nein, überhaupt nicht, sondern die Gespräche laufen ja ständig und da ist die Lösung in greifbarer Nähe. Sie können sicher sein, dass sie rechtzeitig dann auch auf den Tisch liegt. Rechtzeitig wäre nächste Woche und nächste Woche gibt es den grünen Pass in der elektronischen Form noch nicht. Rechtzeitig ist der 4. Juni, wenn er dann als QR-Code auch entsprechend umgesetzt ist. Und bis dahin wird das sicher alles auf dem Tisch liegen. Denn seit gestern gibt es eine neue, selbst auferlegte Deadline der Regierung. Anfang Juni soll der grüne Pass auch digital abrufbar sein. Noch bevor es eine EU-weite Regelung gibt. Ich glaube, man sollte ein europäisches System aufsetzen und keine Insellösung im Vorfeld anstreben. Und diese europäische Lösung sollte auch dahingehend gemacht sein, dass keine zentrale Speicherung dieser Gesundheitsdaten erfolgt. Unsere größte Sorge bei dem Thema grüner Pass ist es, dass wir damit überwacht werden können. Dass, wenn man das System falsch baut und es zentralisiert ist, wirklich jedes Mal, wenn ich mich ausweise, bei einem Billeteur, bei einem Kellner, an zentraler staatlicher Stelle aufscheint, wo ich gerade bin. Ob diese Gefahr real ist, kann derzeit nicht beantwortet werden. Noch fehlen eben Details zur Umsetzung.